So seid ihr. Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Fallout New Vegas DLC Old World Blues 8. Teil und Ende gut, alles gut. Wir haben jetzt unser Gehirn zurückgeholt. Du kannst hier, und jetzt müssen wir nur noch mehr oder weniger nur noch rausgehen, und du kannst hier am Autodock für genügend Kohle kannst. Benötigen Sie sonst noch etwas? Bei, ich will deinen Dienst in Anspruch nehmen. Sehr gut. Implantate installieren. Gegen genügend Kohle, ich habe jetzt schon alle gekauft, also kannst hier sehr nützliche Kriechgeschwindigkeit habe ich gekauft, dann Casador-Schaden und noch irgendwas. Das kostet aber hier 20.000, habe ich jetzt nicht mehr. Aber man kann ja zurückgehen, nochmal, wenn man fertig hat, kann man nochmal hier zurückreisen und da das Restliche nicht sich noch holen dann. So, und wir haben jetzt fertig und können jetzt rausgehen. Aufgaben konfrontieren Sie und sind Sie Dr. Klein. Und beenden Sie, beobachten Sie, ob jetzt gehen die Gefangenschaft und dann, genau, das machen wir jetzt da jetzt, oder? Nee, Big Mountain. Nee, wir müssen nochmal schnell schauen. Ja, das ist unser Tarnanzug, also was da alles schon funktioniert. Da ist unsere Bude, da ist Gewächshaus, hat da schon wieder was gewächst hier? Ja, das da, komm her, oder? Nee, wächst da? Nee, achso, ja, so wurscht. Also man kann auch zurückreisen und hier diese verschiedenen Dienste in Anspruch nehmen. Buchklappe und Toaster und was alles. Und Jukebox, Kaffeemaschine, alles. Lichtschalter. Und jetzt gehen wir zum Kollegen und hauen. Da stellen Sie sicher, dass Sie da vorbereitet sind, das ein. Oh, ist das eine schicke Farbe. Ja, hallo. Oh nee. Ja, sind wir. Hallo. Oh nee, jetzt ist aber eine andere Farbe hier. Mhm. Falls du hier Glocken hörst, hier ist High Noon, 12 Uhr Mittag. Boah, ist das eine schicke Farbe jetzt, ja, hallo. Ist schon schick gemacht. Oh nee. Muss man aber, hallo. Showdown, High Noon, 12 Uhr Mittag. Jetzt ist hier, geht's hier gleich los, hallo. Ist aber schick, schau her. Muss man jetzt schon mal sagen. Weiß nicht dann. Jetzt müssen wir den in der Mitte, ist der Kleinen, oder? Sprechen Dr. Klein. Wahnsinn, schau her. Das ist doch mal ein Screenshot. Kann man das als Screenshot hernehmen? Oh nee. Jetzt war ich nicht ganz in der Mitte. Ist ja wurscht. Der Lobotomit ist zurück. Mhm. Wurde Dr. Möbius, wie erhofft, zu Altmetall- und Stimmmodulteilen umgenenerfiziert? Ja, ganz sicher. Ich habe mein Gehirn gefunden. Jetzt rechne ich mit ihm ab. Ich würde Ihnen raten, auf Ihren Ton mir gegenüber zu achten, Lobotomit. Quatsch nicht lang. Nun, Ihr Gehirn. Gut, nicht ausliefern, es gibt ein paar Dinge, die wir... Und was könnten wir beide zu besprechen Sie haben das Gehirn, Sie müssen also nur aufgeben. Damit dann können wir endlich diesen Ort verlassen. Die wollen raus, ich oder? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie langweilig es wird, eine Landschaft und alles in ihr zu zerhacken. Prima. Und wir haben erst noch viele Fragen, die wir Ihrem Gehirn stellen wollen, über diesen Mojave-Ort, ein fruchtbarer Boden für unsere Experimente. Ja, 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 sprach ich. Nein, in meinem Schädel befindet sich... Lüge oder was? Nee. Das ist das Verrückteste, das ich je gehört habe. Es besteht keine Chance, dass ich Möbius herablassen würde, in sie hineinzusteigen. Außerdem gibt es gar keine Möglichkeit, wie man so etwas zustande bringen das könnte. Das ist unmöglich. Ja, da fehlt mir jetzt wieder ein Punkt. Ein... Gescheitert. Ja... Ja. Warum würde ich mit diesem Irren verhandeln? Vielleicht sollte ich mit Kollegen besprechen. Weißt du, Dr. Klein, ich muss einschreiten. Bitte verletzen Sie den Lobotomie. Also hier in der Lösung steht nicht. Ich werde es nicht verletzen. Großartig. Ich werde es sezieren, bis es tot Kampf, ist. Kampf, wir müssen Warum kämpfen. Warum die plötzliche Intersektion, Dala? Ich kann einen süß atmenden Organismus nicht ertragen. Einatmend, ausatmend. Ja, Quatsch, nicht lang, komm. Dala,
Diese vokalisierten Passen nicht zu Ihnen. Klein, wissen Sie, dieser Lobotomit ist ein toller Korpus. Ja, ja. Sie glauben doch an Ideologie, nicht wahr? Und der hier hat... Gute Ideen. Ruhe, Doktor O. Das ist eine Denkfabrikentscheidung. Sparen Sie sich hier ein. Wissen Sie was, Klein? Stecken Sie sich einen Strohhalm in Ihren Tank und mein Name ist Null. Ja, Null, der Strich, als Zeichen des... Aber wer nun, sind, das ist Brenn. Wie sind Sie? Das habe ich von diesem Lobotomit. Er sagte ein... vergessen Sie sich, Wie können Sie es wagen? Alle gegenteiligen Beweise zu löschen, prima. Et tu... Auch du, mein Sohn, auch et tu, auch, warum benehmen auch Sie du, sich so? Mein Sohn, Brutus. Sie haben es noch nie abgelehnt. Heißt es, das war ja klassische Spruch von Caesar, Julius Caesar. Auch, und der Lobotomit auch du, braucht seinen Eingriff. Et tu, auch du, mein Sohn, Brutus. Was stimmt nicht mit Ihnen? Gehirngeschubst. Ich fühle man kann mich sich, man kann sich auch seine eigene Texte jetzt vorstellen, zum Beispiel. Lobotomit ist sehr ähnlich. Er sieht Tiere als Mittel für wissenschaftliche Weiterentwicklung. Das ist ein guter Anstatt sein Leben auf dem Tisch zu beenden. Guten warum höre ich euch Narren überhaupt zu? Genug von dir. Und das Wort Schisma Hamburg. Hat für mich Humbug. Nie Sinn ergeben. Lächerlich. Ich zähle für fünf, wie die mächtige menschliche Hand. Das sollte man gar nicht wissen. Klingt für mich, als ob es in der Welt gibt und die Chancen stehen nicht Humbug. Gut. Ja, komm. Es gibt eine ich werde nicht aufgeben, Sie geben auf. Das ist doch gar kein... Wir hätten flüchten können. Sie können es immer noch tun. Für Sie. Ich habe ein seltsames... Sehr gut. Die Denkfabrik steht zu Sie Ihren Diensten. Solange Sie uns nicht zerstören. Aha. Was jetzt? Abgeschossen? Verlassen Sie... Was? Da stand was von Kämpfen. Das sind so schöne Farben hier. Das glaube ich jetzt gar nicht. Gehe ich nochmal genau in die Mitte und mache nochmal einen Screenshot hier. Genau in die Mitte stellen. Wunderschöner Screenshot. Ja, komm. Genau. Sollen wir das jetzt nochmal so als Screenshot machen hier? So, okay. War es das jetzt oder was gab es jetzt? Verlassen Sie die Denkfabrik. Wir verlassen die Denkfabrik und der Abschwamm beginnt. Bin ich blöd? Muss jetzt rausgehen. Wahnsinn, was hier so schön rot ist. Jetzt gehen wir raus, oder? Entschuldigung, verlassen Sie die Denkfabrik. Da stand was von Kämpfen. Big Mountain. So wurde jetzt kommt der Abstand. Die große Lehre. Wieder zum Heim. Big Nothing ist die große Lehre, oder? Seiner Zeit. So wie es vor dem großen Krieg gewesen war. Dorscher, ja. In den folgenden Jahren wachte der Kurier über die große Lehre. Er bewahrte ihre Geheimnisse, bis anderen damit geholfen werden konnte. Okay. Das war immer die Aufgabe des Big MTs. Jenseits der Labore und der Wissenschaft ging es stets darum, der Menschheit eine Zukunft zu schaffen. Die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens war beeindruckt, ob der gründlichen Erkundung, die der Kurier vorgenommen hatte. Einrichtungen, die verloren oder zerstört geglaubt oder an einen neuen Ort gewandert waren, hatte sein unerschrockener neuer Herr wiederentdeckt. Die künstliche Persönlichkeit debattierte mit sich darüber, ob die alte oder die neue Leitung zu bevorzugen sei. Und kam zu dem Schluss, dass der gründliche Ansatz des Kuriers, was R und Nachforschung betraf, ein bewundernswerter und respektabler war. Dr. Möbius setzte seine Forschungen in der verbotenen Zone ungestört fort. So wie er versucht hatte, die Skorpione zu verbessern, versuchte er, auch die Menschen zu verbessern. Mit sehr viel weniger Erfolg. Doch seine Fehlschläge scherten ihn nicht allzu sehr. Wenn der Mentätsrausch erst einmal nachließ, vergaß er sie einfach.
Schließlich hatte der junge, kluge Kopf, der ihn in der verbotenen Zone besucht hatte, all seine Erwartungen bereits übertroffen. In dem Becken auf der Kuppel herrschte das rege Stimmenwirrwarr aus Geplapper, Gezänk und Gemurre einer Kleinstadt. Doch all dies geschah zum Vorteil und im Interesse seines neuen Besitzers. Der zentralen Intelligenzeinheit ging auf, dass sie sich trotz des Umkehrcodes an dem Gemeinschaftssinn der anderen Persönlichkeiten erfreute. Die biologische Forschungsstation, besessen von der Idee, alles in Sichtweite zu besamen, hat eine Verlegung in den Botanischen Garten X22 erbeten. Damit sie, in ihren eigenen Worten, die weichen Konturen des Gartens sinnlich befruchten kann. Der Garten lehnte freundlich ab, mit der Erklärung, er wäre bereits einem Vault verpflichtet, bei dessen Infizierung er vor dem Krieg geholfen hatte. Der Bücherschacht fuhr fort, alles aufrührerische Material zu verschlingen und erstickte beinahe an einer Büroklammer. Witzig. Er beharrte darauf, dass es sich um eine chinesische Büroklammer handelte und dass das Ganze ein klug eingefädelter Anschlagsversuch war. Was auch immer der Grund gewesen war, er besann sich und schätzte sorgsam den Wert jedes einzelnen Buches und Klemmbretts, das er erhielt. Die Lichtschalter flackerten und flimmerten auch weiterhin. Das ging so weiter, bis jemand eines Tages eine Taschenlampe ins Becken warf und die beiden sich in ihrem Hass auf den Angeber verbündeten. Eine von ihnen wechselte die Lichtwellendynamikanlage und begann eine lange, unerwiderte Affäre mit einem der Hologramme. Das Waschbecken wusch auch weiterhin schonungslos jeden Feinstaub ab, der sich ihm nähert. Oh, komm. Schließlich gelang ihm der Zugriff auf die Anlage für Magnetohydraulik, worauf es die große Leere beinahe komplett unter Wasser setzte. Die Macher von dem Spiel, die haben sich da tot gelacht. Als sie innovative Giftstoffe erfuhr, bekam sein Dasein ein neuen Sinn. Es begann mit der Entwicklung von Antitoxinen, die es durch seine Abflüsse strömen ließ, um den Giftstoffen im Boden entgegenzuwirken. Der Toaster fuhr fort, in seinem psychotischen Wahn, alle Küchengeräte in Reichweite auf Elektronikschrott und Einzelteile zu reduzieren. Nach einem weiteren psychotischen Anfall jedoch fanden die anderen Bewohner des Beckens, genug sei genug, und warfen den Toaster in eine Badewanne. Nee, komm, das ist ja, Feinden, ich lach mich weg hier. Würden, an dem sie Brot hätten und nichts, um es zu toasten. Ja, die kommen. Manni tat sein Bestes, Tassen zu sammeln, obwohl er sich bei dieser Aufgabe versehentlich nach Hicks Village verirrte. Das hätte das Ende von Manni bedeutet. Aber beim Aufräumen der Küchen der Professoren der Denkfabrik aus der Zeit, in der sie noch aus Fleisch und Blut waren, fand er seinen Frieden. Nun ja, außer der Küche von Dr. O, diesem Arschloch. Schließlich hat er Maggie überhaupt erst erschaffen. Maggie ließ aus blinder Vergeltung Dr. O's Haus absichtlich schmutzig, die Teller und Tassen bestrafen, die dort lebten, weil sie Dr. O gedient hatten. Der blinde Dioden Jefferson. Er schuf mit den Klängen, die der Kurier ihm brachte, einen Gegenschall der Big MT 2910. Vor der Klanginvasion rettete. Wenn sie nichts davon hören, gut. Gut, ja. Die anderen Persönlichkeiten munkelten, dass er kurzzeitig etwas mit den Lichtschaltern hatte. Doch er vergaß ihren Namen einmal zu oft und musste bald darauf zur Strafe im Dunkeln tappen. Der Autodoc, immer freundlich und methodisch, flickte die Haut des Kuriers an allen erforderlichen Stellen wieder zusammen. Der Autodoc war einfach froh, wieder eine Aufgabe zu haben. Er hatte gehört, dass sich seine schlichteren Brüder und Schwestern in der Sierra Madre, dieser vergifteten, ausgestorbenen Stadt, zu Tode langweilten.
Der Autodoc fand eine Möglichkeit, den Y-17-Trauma-Harnisch zu deaktivieren, sodass die Leichen, die sie seit 200 Jahren gefangen hielten, freikamen. Als der Kurier mehrfach durch die X-8-Einrichtung rannte, haben die Computer die Bewegungen des Testsubjekts analysiert. Statt eine oberflächliche Beobachtung durchzuführen, erkannten sie, dass das Subjekt kaum wusste, was Kommunismus oder sogar Schule bedeutete. Mhm. Das verwirrte sie eine Zeit lang, bis sie endlich erkannten, dass ihre Forschungen erfolgreich gewesen waren. Darum wurden die Cyberhunde ins Ödland entlassen, um kleine Gemeinschaften vor körperlicher Aggression, anstatt vor dem Kommunismus, zu schützen. Das Infiltrationsprogramm von X-13 fühlte sich ausgebrannt, nachdem es den Tarnanzug bis zur Erschöpfung mit Upgrades versorgt hatte. Es fühlte sich befriedigt, erfüllt und ein wenig träge. Kurz darauf bemerkte es, dass der Tarnanzug, ohne auch nur ein Wort zu sagen, verschwunden ist. Darum schickte das Infiltrationsprogramm Robohirne ins Ödland aus, um nach seiner aufsässigen Technologie Ausschau zu halten. Mhm. Prima. So. Und now? Hat sich... Schließlich entdeckte es das Repcon HQ und errichtete ein neues Forschungszentrum. Dort testete und ermordete es in die Anlage eindringende Unholde. Der Kurier zog mit intakten Organen und etwas leichtfüßiger weiter, aber alles war am rechten Fleck, so wie es sein sollte. Denn auch Gehirne können ein Eigenleben mit eigenen Gedanken entwickeln und das Gehirn des Kuriers war schlauer als die meisten. Dr. Klein und die Denkfabrik. Ja, gut. Nichts ahnend von der Welt da draußen. Sie spulten ihre tägliche Routine ab. Nicht klüger über den Menschen jenseits davon. Obwohl, klüger ist vielleicht das falsche Wort. Die Welt draußen gehörte dem Kurier. Und wenn irgendjemand sie formen könnte... Nun... Der Kurier hatte bereits Ansprüche darauf angemeldet. Im Ödland gibt es eine besondere Redewendung. Man spricht dort vom Alte Welt Blues. Es bezieht sich auf diejenigen, die von der Vergangenheit so besessen sind, dass sie weder die Gegenwart noch die Zukunft wirklich sehen können. Sie starren in die Vergangenheit. Augen wie Scheinwerfer, flackernd und erschöpft, während die Realitäten ihrer Welt um sie herum fortbestehen. Die Wissenschaft ist ein langes, kontinuierliches Voranschreiten in die Zukunft. Ihre Auswirkungen sind oft erst Jahrhunderte später spürbar. In der Zeit nach der zweiten Schlacht am Hoover-Damm bekam der alte Weltblues eine neue Bedeutung. Obwohl er einst für Traurigkeit und Nostalgie stand, wurde er bald zu einem Ausdruck für das Potenzial einer Zukunft. Es ist leicht, Wissenschaft als die Quelle allen Bösens zu sehen, Technologie als die Wurzel allen Übels, allen Unglücks. Mit dem Kurier an der Spitze wurde die Wissenschaft zum Leuchtfeuer der Zukunft. Es gab den alte Weltblues und die Hoffnung auf eine neue Welt. Und am Big MT siegte die Hoffnung. Es gäbe noch mehr zu sagen, doch die Geschichten in der großen Leere sprechen für sich selbst. Oh. Bewaffnet mit dem Transportalponder gelang es ihm, in die Kuppel zurückzukehren und die Geheimnisse der großen Leere nach und nach zu enthüllen. Wachsam, bedeckt vom Wüstensand, wartete das Becken auf die Rückkehr seines Herrn. Es galt nur noch einen Weg zu beschreiten. Doch dabei war der Kurier auf sich allein gestellt. Was muss ich jetzt auch was machen? Nee, muss nichts mehr machen, oder? Jetzt kommt Errungenschaft. Errungenschaft! Hindus verloren. Ausgedrückt. Was jetzt? Extra Hindus verloren, okay. Großhirnig erhalten, aha. Großhirnig extra. Ihr Gehirn ist wieder in ihrem Körper, aber einige der Fragestellungen bleiben. Ihr Kopf kann immer noch nicht verkrüppelt werden, aber sie sind nur noch 10%. Herzliche Chance.
Transportal Ponda. Er kann sie und nur sie allein, also ohne Begleiter, zwischen Mojave, Ödland und Big Mountain hin und her transportieren. Also rüsten Sie sich einfach mit dem Transportalponder aus wie mit einer Waffe und drücken Sie den Abzug und los geht's. Beachten Sie bitte, dass er in Innenräumen oder Kampfsituationen nicht funktioniert, ist egal wie Schnellreise. Und völlig außer Schande ist, Ihre Gegner zu verletzen. Naja, gut. Ah! Und jetzt? Und jetzt kaputt. Finden Sie die... Was? Feldforschung. Ist das jetzt hier oder wie? Kann man jetzt hier noch... Also ich müsste jetzt im Transponder zurückgehen, wenn ich Wilze. Und ich kann jetzt aber noch... hier... Für die Republik, das war das andere. Wildcard, für die Republik, Wildcard. Feldforschung. Sollen wir das jetzt noch machen? Machen wir das noch, oder? Jetzt speichern wir. Aber wir haben es ist abgeschlossen. Also ich habe jetzt ein paar Extras erhalten. Speichern wir neu. Und fertig, muss aber mit dem Transponder erst wieder rausgehen. Und könnte jetzt noch die Dinger finden da, oder wie? Kann ich da jetzt mit der Schnellreise? Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Monster-Tarnanzüge. Aha. Ich muss hier noch die Proben finden. Ah, nee, das ist doch ohne. Jetzt machen wir jetzt noch, komm. Das ist eh schon wurscht. Oh, jetzt stürzt er ab. Nee, oder? Warte. Oh, jetzt warten wir mal. AM. Dann sehe ich nichts hier. Sehe ich immer noch nichts. Da muss ich... Oh, weil... Ah, nee, das ist da unten im Gewächshaus, oder wie? Ah, nee, warte, falsch. Das ist da drüben. Oh, weil, wo bin ich denn da? Wo ist denn das? Da unten. Oh komm. Da unten. Nee, warte, da. Da. Ah! Wo muss ich denn da rein? Ist das jetzt oben oder unten? Rechts von mir, oben. Oben oder unten? Mag nicht mehr. Ist das da oben? Jetzt kann ich. Mit darüber gehen, Leute. Da oben. Das ist da oben, oder? Da ist es, oder? Warte. Das ist es, oder? Was ist das? Nee, das war's nicht. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Ist das jetzt oben oder unten? Finden Sie die Proben für die biologische Forschung. Das ist der da. Ah! Das ist der. Ah, einen haben wir. Das war jetzt der Sack da, der Zementsack. Und das andere ist da links drüben. Du böse. Oh nee, was ist denn das? Oh! Was ist denn das? Nehmen Valenzradiaktybra. Wo bin ich denn da jetzt? Ach, jetzt habe ich den Ding, oder wie? Nee. Ach, jetzt habe ich den Transponder schon. Wo ist denn der? Wie heißt denn der? Oh weia, das muss ich mal merken. Wo ist denn der? Warte. Transportal Ponda. Wo ist denn der? Oh komm. Ah da. Warte. Big Mountain. Warte, ich muss jetzt aufschreiben.
sonst finde ich das nicht mehr. Waffen? Weil, entschuldige, du kannst ausschalten. Ich mache das jetzt noch zu Ende. Waffen. Waffen. Big Mountain Transportal Transportal Ponder. Das Wort gibt's gar nicht. Waffen. Big Mountain Transportal Portal Ponder. Transponder, aber Transportal Ponder gibt's nicht. Betonstahlkeule. Was nehmen wir jetzt? Bilderkühl, Bleirohr, Blenker, Bogenschweißgerät. Was macht denn das Bogenschweißgerät? So, jetzt haben wir, da ist noch einer. Der. Eng. Und alles? Wahnsinn, da hat die da so, und die Pilze brauchen wir nicht, gell? Da ist hier so ein Ding hier. Schau her. Und jetzt brauchen wir noch das andere. Das ist so. Ah, da können wir darüber gehen. Oder? Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Das ist aber ein Scheißding, na komm. Dynamit Cowboy-Rap, nee, das ist alles Kacke. Faustfluss, nee. Nicht Dynamit. Feuerbombe. Ach komm. Gatling Laser. Ah, das ist auch wieder so ein Riesending, komm. Oh nee. Oh, der haut aber was. Huch. Der haut aber was weg hier, hallo. Oh nee. Den Lehmer, der haut was weg hier, hallo. Jetzt weiß ich's. War das schon alles? Das war der Gatling Laser. Der haut was weg. Schau das an. Oh nee. Ah, da ist eine Bombe. Und hier ist der andere. Da ist er. Rechts. Ich stehe drauf. Bitte. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Das da. Ah, jetzt haben wir aber ja alles. Komm. Abgeschlossen. Bringen Sie die schon. Schau her, was das hier für eine lauschige Ecke ist. Schau her. Ganz schick, schau her. Kann man Picknick machen hier. Kann man das noch essen? Da komm her. Jetzt können wir da. Das ist aber ein Ding hier, hallo. Aber hallo, das nehmen wir jetzt, komm. Speichern, Freunde. Speichern wir extra, komm her. Und jetzt gehen wir zurück, hoffen, und jetzt, das machen wir jetzt noch, komm. Das machen wir jetzt. Kann man das Ding einstecken? Da hat er einen affenartigen Rucksack. Decken, und das müssen wir jetzt zum Gewächshaus-Kollegen bringen, oder? Was, warum sind da schon wieder zwei Sachen? Bringen Sie die Proben zum Becken rein? Hä? Wieso zwei? Ach, auf die Musicbox müssen wir auch noch was reinbringen, oder? Müssen wir auf die Musicbox auch noch was reinbringen. So, du hast also die Müssen wir noch mit dem Schallemitter kalibrieren. Ich habe eine Schallwellendatei. Richtig. Oder? Sanddatei für den Schallemitter erhältlich. Oder? Das war's dann, oder? Wir sehen uns. Und jetzt ist der weg, oder? Genau. Bringen Sie die Proben zum Becken zurück. Das wir das auch noch. Zu dem da, oder? Du. Das, oder? Bitte jetzt ohne Kommentar. Oh ja. Oh bitte. Einfach da. So, Samen in Pflanzenzopf einarbeiten, oder? Jetzt haben wir
Ah, Feldforschung. Ui. Holla. Was macht der jetzt wieder da? Aufgabe. Achso. Zustand, das hat einen schlechten Zustand, das müssen wir noch reparieren. Warte, aber ich habe keine Kohle mehr, oder wie? Warte. Darf ich habe keine Kohle mehr. Sehr wohl, Sir. Wie heißt jetzt der wieder? Gatling Laser, warte. Oh, wie ist denn der wieder? Komm. Oh nee, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ja, das machen wir bei, das mache ich. Willkommen. Jetzt kann man den jetzt nicht. Ist das nicht alphabetisch geordnet oder wie? Das ist nach Zustand geordnet oder wie? Das ist noch. Nee, auch nicht. Ah, komm. Ja, lassen wir das. Freunde. Jetzt gehen wir noch Think Tank. Jetzt haben wir es hier aber, oder? Aufgaben. Jetzt haben wir es hier aber. Jetzt gehen wir noch zurück, oder? Warte. Gehen wir noch zurück. Jetzt ist er abgestürzt. Jetzt ist er abgestürzt. Gut, okay. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.